Am Landesgericht Krems hat am Montag im Fall um einen heute 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, ein auf 3 Tage anberaumter Geschworenenprozess begonnen. Der 33-jährigen Hauptangeklagten wird unter anderem versuchter Mord angelastet. Sie soll ihren Sohn zumindest von Juli bis November 2022 unter anderem geschlagen, gefesselt, geknebelt und ihn wiederholt über Stunden in die Hundebox eingesperrt haben. Außerdem soll sie das Kind hungern haben lassen. Die Frau wurde im Herbst 2022 festgenommen. Weitere Anklagepunkte sind Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen sowie Freiheitsentzug. Den Vorwurf des versuchten Mordes bestreitet sie. Meine Mandantin wird sich nicht schuldig bekennen zum Vorwurf des versuchten Mordes. Und das ist auch erklärbar aufgrund der psychiatrischen Gutachten, dass sie sozusagen wahnhaft bereits war. Der Gutachter spricht zwar davon, dass sie noch gerade zurechnungsfähig gewesen wäre, aber er spricht andererseits auch von einer hochpsychotischen Entwicklung und einer völligen Realitätsverzerrung. Aber zeigt sie Reue? Absolut, ja, natürlich. Also schon seit Monaten. Es geht ja auch psychisch außerordentlich schlecht. Sie ist ja sozusagen aus dieser Blase jetzt draußen und hat eben erst erkannt, was sie ihrem Kind angetan hat, und sie bereut das zutiefst. Also sie ist wirklich eigentlich zusammengebrochen. Mitangeklagt ist eine 40-Jährige, die von der Staatsanwaltschaft zumindest als eine Art Einflüsterin angesehen wird. Sie soll der 33-Jährigen immer wieder Anweisungen zur Bestrafung des Kindes gegeben bzw. die Hauptbeschuldigte in ihrem Verhalten bestärkt haben. Ja, sie leidet ja auch unter einer dependenten Persönlichkeitsstörung. Das heißt, sie ist jemand, der im Prinzip nicht in der Lage ist, eine eigene Meinung zu haben, sondern jemand, der sehr leicht manipulierbar ist. Und das ist hier gewesen. Also sie ist offensichtlich, so muss man es eigentlich juristisch sagen, in den Sog des Bösen geraten, in den Sog einer anderen Person, die sie da schwer manipuliert hat. Ja. Die mutmaßliche Komplizin werde sich generell nicht schuldig bekennen, kündigte ihr Verteidiger im Vorfeld an. Für beide Angeklagte wurde seitens der Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Die Urteile dürften am Donnerstag fallen.